Immer wieder werden wir gefragt, was kostet es eigentlich, in einer Metalband zu spielen? Das lässt sich natürlich nicht so ganz pauschal beantworten. Das kommt immer sehr individuell auf die Band an und sogar auf die Bandmember selbst. Aber ich kann es ja mal für uns grob zusammenfassen, womit man da ungefähr rechnen muss. Also erstmal hat man natürlich gewisse Fixkosten, wie bei jedem anderen Business, weil was anderes ist eine Band am Ende eigentlich auch nicht. Wie bei jedem anderen Business eigentlich auch. Wir haben zum Beispiel die Miete für unseren Proberaum, welche bei uns 50 € im Monat beträgt. Wir sind fünf Typen in unserer Band, also 10 € pro Person im Monat. Das geht also eigentlich. Dann haben wir aber zum Beispiel die Spritkosten für die Fahrten zu unseren Proben, die wir eigentlich auch noch mitberechnen müssen. Die zahlen wir uns aktuell nicht selber aus, sondern da muss einfach jeder für sich quasi privat zum Proberaum fahren. Und dann ist es auch gut. Dann haben wir natürlich Kosten wie zum Beispiel Videodrehs. Man hat Kosten wie zum Beispiel Recordings, Songaufnahmen. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr individuell. Das kommt gerade bei Videos extrem auf das Projekt an. Reine Performance-Videos, also wo man keine großartige Storyline hat, sondern einfach nur irgendwie sich in ein Studio einschließt und da ein bisschen abzappelt, sind meistens ein bisschen günstiger als aufwendige Videos mit Story, wo man Requisiten braucht, wo man sich vielleicht in verschiedene Locations einmieten muss und wo man einfach noch viel, viel mehr drumherum machen muss. Im Übrigen ist das auch meistens bei den Videografen teurer, weil die natürlich je nach Tag abrechnen und wenn man mehrere Tage dreht, dann wird das entsprechend auch teurer. Und so ist man schnell mal bei, ja, um die 1.000 € pro Video, wenn nicht sogar mehr. Wie gesagt, das ist immer sehr, sehr individuell, wie viele Requisiten, Locations und so weiter man braucht. Dann hat man Kosten für das Songaufnehmen selber. Also Studiokosten, Soundengineerkosten und so weiter. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr individuell, aber da kann man schon mit einigen 100 € pro Song rechnen, wenn nicht sogar noch mehr. Nicht zu vergessen, das Marketing für alles, was man so raushaut. Man muss Ads schalten auf Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und überall, wo man noch so Ads schalten kann. Man muss vielleicht bezahlte Kooperationen machen mit Influencerinnen, mit Blogs, mit Magazinen und so weiter. Das lassen die sich auch meistens gut bezahlen. Mit Recht meistens auch, aber muss man mit einplanen. Dann hat man natürlich Kosten für Instrumente, für Equipment. Bei uns haben wir das so gemacht, dass jeder Musiker der Band das Equipment für sich selber kauft. Das heißt, jedem gehört die Gitarre, das Mikrofon, der Bass, das Schlagzeug privat und wir bringen es quasi immer mit zur Band. Ich kenne aber auch andere Bands, die machen das so, dass sie sich für ihre ganze Band im Kollektiv Instrument und Equipment kaufen. Und das muss man natürlich dann auch wieder durch 5, durch 4 oder durch 6 teilen, je nachdem, wie viel man in der Band ist. Und wer sich schon mal ein Instrument gekauft hat, weiß, so eine Gitarre kann auch schon mal bis zu 2.000 € kosten. Oder sogar noch mehr. Auch weniger natürlich, wenn man die gebraucht kauft, was man auch öfters mal machen kann, das ist weniger. Aber es hat seinen Preis, definitiv. Gar nicht erst anzufangen von Verschleißteilen wie Saiten, Plektren, Drumsticks, Drumfelle und so weiter und so fort. Man kann ja nicht 2 Jahre mit den gleichen Saiten spielen, also außer man ist Bassist, aber. Und was man eigentlich gar nicht messen kann, ist die Zeit, die man investiert. Angenommen, wir würden uns selber Mindestlohn zahlen für die ganze Zeit, die wir mit der Band verbringen. Das wäre wirtschaftlich eine Totalkatastrophe. Aber so darf man und kann man es auch gar nicht sehen. Gerade wenn man noch eine junge Band ist, die gerade anfängt, die versucht durchzustarten, dann darf man es nicht aus diesem finanziellen Blickwinkel betrachten. Wenn euch das mehr interessiert, wie viel Zeit man eigentlich in so eine Band aufwenden muss, dann lasst mich mal wissen. Dann kommt dazu das nächste Video. Vielleicht ohne eine genaue Nennung des Betrags nochmal ein paar weitere Kosten, einfach so genannt. CDs und Tonträgerherstellung, GEMA, Merchandise-Herstellung. Gut, da verdient man auch wieder dran, aber muss gemacht werden. Fotografen, Design, allgemein Spritkosten, um zum Gig zu kommen, gegebenenfalls Mietkosten für einen Van, gegebenenfalls Kosten für jemanden, der den Live-Sound macht oder der Merch macht und vieles, vieles mehr, was ich alles gar nicht so aufzählen kann. Aber das waren jetzt mal so die wichtigsten, die mir so spontan, ohne Skript in den Sinn gekommen sind. Ihr merkt also, das ist gar nicht ohne. Aber wenn es eine Leidenschaft ist, wie bei uns, wenn es einfach ein Lifestyle, ein Hobby, sehr, sehr zeitintensives Hobby, eigentlich ist es kein Hobby mehr, es ist ein zweiter Job, dann macht man das gern. Wir sind alle am Arbeiten, und das ist auch ein wichtiger Faktor, es gibt sogenannte Musikförderung, Musikförderprogramme, die Initiative Musik zum Beispiel. Und wir waren auch schon in der glücklichen Position, von diesem Programm gefördert zu werden. Und da kriegt man quasi eine finanzielle Unterstützung vom, ja, letztlich Kultusministerium und hat so natürlich die Möglichkeit, sich große Projekte zu verwirklichen. Wenn ihr weitere Fragen zum Bandleben habt, dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen und ich werde versuchen, es so gut es geht zu beantworten.